Ich lese ein Kapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist, warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Ich lese aus meinem Lieblingskapitel Zwischenspiel 1 und darin finden sich 26 Argumente von Menschen, die Gründe darlegen, warum das Grundeinkommen eine sehr schlechte Idee ist. Zunächst ein Argument von ganz rechts außen. Angriff auf die Menschenwürde. Für mich ist es ein Angriff auf die Menschenwürde, wenn eine Person ein besinnungsloses, bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Das widerspricht fundamental meinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Eine Gesellschaft lebt davon, dass jeder weiß, dass er zuerst etwas beitragen muss. Sich selbst ein Auskommen zu verschaffen, ist der Kern der Eigenverantwortung, der Kern eines freiheitlichen Lebens. Das Grundeinkommen ist die Antithese von Freiheit. Es schafft eine Gesellschaft von Staatsabhängigen. Es ist eine planwirtschaftliche Methode, eine sozialistische Methode. Es würde die Schweiz letztlich zerstören. Roger Köppel, Journalist Weltwoche und Nationalrat der SVP. Ein Argument von links. Motivationskiller für Jugendliche. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder oder Kindeskinder in eine Gesellschaft geboren werden, in der jede und jeder vom Staat lebenslänglich zum Berufsrentner gemacht wird. Das Versprechen eines ständigen Staatsunterhaltes würde zum Motivations- und Energiekiller. Nicht für alle Jugendliche, aber es wäre ein gesellschaftlicher Anreiz zu einer Null-Bock-Grundhaltung mit verpassten Lebenschancen. Rudolf Strahm, Politiker SP. Und jetzt noch ein Argument aus der Physik. Abschaffung der Schwerkraft. Wer arbeiten kann, zahlt für jene, die nicht können. Die Volksinitiative will einen Wechsel zum Prinzip, wer arbeiten will, zahlt für jene, die nicht wollen. Man muss nicht speziell faul sein, um unter solchen Umständen eine Erwerbsarbeit viel weniger attraktiv zu finden. Man muss einfach nur rechnen können. Die Volksinitiative für das Grundeinkommen entspricht im Realitätsgehalt einer Volksinitiative zur Abschaffung der Schwerkraft. Hans-Uli Schöchli, Journalist, Neue Zürcher Zeitung.